Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und ich bin beim Autohändler meines Vertrauens. Ich bin in Berlin und wie ihr sehen könnt, hinter mir unendlich viele schöne Fahrzeuge. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Wir können mal hier rüber gehen. Absolut der Hammer. Ein Ferrari nach dem anderen und ganz besonders halt auch ältere Autos. Ich muss ab und zu mal auf den Bildschirm gucken, damit ich auch sehe, was ich filme. Hier seht es Ferrari, hier auf der anderen Seite Porsche. Also es ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Warum bin ich hier? Ganz einfach, es geht um Project Cars. Das ist ein Racing-Simulator von Bandai Namco. Und den durfte ich heute mal antesten. Ich würde euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe hier so ein Informationsblatt. Und währenddessen werde ich hier mal so ein bisschen durch die Hallen laufen und euch so schöne Autos zeigen. Ist das nicht Hammer? Cool, ne? Lotus. Die richtig schönen Wagen sind natürlich hinter Glas. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Ich könnte da auch nochmal ein explizites Video machen, extra nochmal hierher gehen für euch, wenn ihr euch für ganz besondere Autos interessiert, um euch das mal zu zeigen. Hier sind natürlich auch noch richtig schöne andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel mein Boot. Hammerhart, richtig cool. Ja, also zu Project Cars. Das ist übrigens jetzt ein One-Take-Video. Habe ich mich mal entschieden. Ich werde dann auch zwischendurch mal ein paar Bilder einblenden. Oh, Kamera wird schwer. Ein paar Bilder einblenden, wo ich das Spiel angezockt habe. So, das Ganze, also das Spiel wird für PC rauskommen, für Xbox One, PlayStation 4 und später dann auch für die Wii U. Und zwischendurch nochmal wirklich ein paar richtig schöne Autos. Guckt euch das mal an. Richtig Hammer. Preis auf Anfrage, also ihr könnt euch vorstellen, dass die Autos ein bisschen teurer sind. Wow. Was ein Auto, oder? Richtig nice. Ja, ich sehe gerade, man kann da oben auch noch hingehen. Werde ich jetzt mal machen. Da hinten stehen sogar noch ein paar Spider. Oder guckt mal hier. Aston Martin. Der hat mal Klasse, oder? Richtig schönes Auto. Oder hier ein BMW. So geil. Das müsste ein Jaguar sein. Mal ein bisschen weggehen, dass man den sieht. Vom Feinsten. Also das sind schon mal Autos, mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt kommen wir hier, das ist glaube ich Spider, wenn ich mich nicht irre. Nee, auch Jaguar. Mercedes etc. Also richtig geile Fahrzeuge. Oh, ich muss ab und zu mal die Hand wechseln, weil die Kamera unheimlich schwer ist, wenn ich die so in der Hand halte. Das ist schon Hammer. Übrigens haben wir hier nochmal einen Rolls-Royce. So, genau. Das Spiel soll am 20. März rauskommen. Und meine Überlegung ist es da tatsächlich mal so einen 24-Stunden-Rennen zu machen. Ein Wartime-Dignity-Team aufstellen. Der Nitro-Walle zum Beispiel. Oder der Dr. Neo da. Die fahren ja auch alle gerne Racing-Games. Ja, und das wäre eine echt coole Sache. Guckt mal. Einfach nice, oder? Mal so ein 24-Stunden-Rennen zu machen gegen unsere Community. Also auch da können sich dann Leute als Team zusammenfinden und wir würden das Ganze dann halt auch live streamen. Das wäre doch mal geil, oder? So, ich stelle euch jetzt mal hier so ein bisschen ab, damit ich nicht das Gewicht die ganze Zeit tragen muss. So, jetzt habe ich aber schön... Ich muss mal ein bisschen mehr Licht hier reinkriegen. So, jetzt habe ich euch. Ja, Multiplayer ist bei der Konsole mit 16 Spielern und bei PC 64 Spieler. Also das ist ja auch mal eine scharfe Sache. 64 Spieler bedeutet bei Le Mans. Jo. So, dann blättern wir mal weiter.
Übrigens ist das Spiel Project Cars von der Community unterstützt worden. Das heißt, das war eine Crowdfunding von der Community ins Leben. Oh, da hört er gerade ein Autochen, was gerade abgeht. Von der Community ins Leben gerufen. Und die haben da, glaube ich, über 3 Millionen Euro gesammelt, um das Spiel halt zu entwickeln. Schon coole Sache. Übrigens, der britische Entwickler Sightly Mad Studios ist bekannt für hochqualitative Rennspiele wie Test Drive, Ferrari Racing Legends, Need for Speed Shift und Shift 2 Unleashed. So. Also die haben das ganze Spiel entwickelt. Und jetzt muss ich wieder umblättern, es wird echt schwer langsam. Und da sind schon unheimlich viele Rennwagen dabei, von Kart angefangen, Le Mans Prototypen, Track Day Cars, GT Grand Touring, Supercars, Straßenautos, Modern Open Wheel, also das passiert ganz, ganz viel. Es gibt einen Singleplayer, Multiplayer, Karriere. Und es wird halt auch so eine Community-Geschichte geben. Das heißt, wenn du irgendwelche Probleme im Spiel hast oder so, dann kann die Community dir tatsächlich helfen. Und ja, das ist eine coole Sache, finde ich, ne? Das heißt, die komplette Community ist sozusagen als Support da. So. Jetzt laufen wir noch mal ein bisschen hier rum und gucken mal, was ich euch an schönen Autos zeigen kann. Hier haben wir zum Beispiel einen Ferrari. Schönen schwarzen. Gucken, ob wir hier reinkommen. Ich gehe einfach mal. Vielleicht kriege ich ein bisschen Ärger, aber was soll's. Hier könnt ihr das sehen. Hier stehen also nicht nur Autos, die verkauft werden sollen. Hier stehen auch private Fahrzeuge, die hier einfach gepflegt werden oder beziehungsweise ist das alles hier klimatisiert. Die Autos rosten nicht oder sowas. Schon schick, schick hier. Schöner McLaren. Ferrari. Und ja, mein Auto. BMW. BMW 8i. Hier haben wir noch einen Ferrari. Coole Sache. Autos über Autos. Alles coole Dinger. Ja. Das müsste mal meine Garage sein. Oder hier haben wir ein Firebird. Ist das richtig? Eine Corvette Chevrolet. Der sieht ja wohl mal schick aus, oder? Guckt euch das mal an. Huh. Ja, feine Sache. Ich werde euch einfach mal unten verlinken, wo ich mich gerade befinde, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt, wenn ihr hier in Berlin seid. Ja, und wenn ihr echt Interesse irgendwie an irgendwelchen Fahrzeugen habt oder so, dann könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich versuchen, die Fahrzeuge zu finden und dementsprechend nochmal zu filmen. Also wenn ihr echt Bock darauf habt, dann würde ich das auch nochmal machen. Aber das Auto, das ist ja schon echt scharf schräg, oder? Guckt euch das mal an. Einfach nur geil, oder? Wow. Rattenscharf. Hier habt ihr die Möglichkeit, so kleine Autos zu kaufen. Auch scharf. Hammerhart. Hohohoho, guckt euch das mal an hier. Kann man das so sehen? Cool, ne? Maserati. Auf der rechten Seite. Geil, oder? Oder Ferrari auf der anderen. Ihr könnt das sehen.
geile Autos. Hammerhart. Man sagt ja, dass Oh, das ist ein Ferrari Enzo, oder? Guckt euch das Auto an. Wie geil ist das denn? Nee, das ist nicht der Enzo. Das ist der Enzo. Alter, wie scharf. Guckt euch das Auto an. Rattengeil. Hier ist wirklich alles vertreten. Da steht ein Hammer. Auf der Seite, da hinten, seht ihr den? Ja, und hier steht noch so einiges an ganz alter Ferrari. Wow. Oder, wer Interesse hat an etwas älteren Modelle hier, eine Ente. Meine ehemalige Freundin hat eine Ente gefahren. Hier ist noch eine. 14.000 Euro. Krass. Oder guckt euch mal den Hobel an hier. Hammer. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt in Berlin. Hier kommen wir zu der Kategorie Motorräder. Schon geil. Und man kann hier auch das eine oder andere Fahrzeug halt auch erkaufen. Kaufen kann man das. Und hier werden dann halt auch die Autos repariert. Also wenn du tatsächlich so einen Wagen besitzt und weißt halt nicht, wo du hingehen sollst mit der Reparatur, hier hast du halt die Möglichkeit. Schon geil. So, und jetzt zeige ich euch mal ein Fahrzeug, was ich mal besessen habe. Mal gucken, ob ich das finde. Naja, so ähnlich wie dieser hier. Ich habe damals mal einen Mercedes besessen, aber in so hellblau. Ja, auch mit so länglichen Lichtern, aber das war halt kein Cabriolet, sondern das war ein mit vollem Verdeck. Hier haben wir einen 280er SL Mercedes. Schick, schick, ne? Oder aber ein Renault. Guck mal. So voll auf Racing ausgelegt. Hammerhart. Ja, geil, oder? Coole Sache. Ich weiß gar nicht, wie groß die Halle hier ist. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich hier drin stehen. Ah, da steht er. Da können wir jetzt mal gucken. Da zeige ich euch mal mein Auto. Ja, hier auch nochmal Ferrari. Oder ein Rolls-Royce. Was haben wir hier? Das ist auch nochmal Ferrari. Nee, Quatsch, das ist ein Lamborghini. Was erzähle ich denn da? Lamborghini Countach ist es, glaube ich. Ja, also ganz so dolle kenne ich mich jetzt halt auch nicht mit den Fahrzeugen auf. Ich hoffe, das klappt hier alles mit meinem Mikro. Wow. Guck mal. Krasse Sache. So, dann gucken wir mal, ob wir mal mein Fahrzeug finden. So, hier ist er. Das in dieser nette Mercedes, den habe ich gehabt in hellblau. Ja, das ist der Vorgänger. Das ist der Vorvorgänger und noch weiter nach vorne. Also wir haben echt einiges hier an Autos vertreten. Coole Sache. Na gut, dann ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut's drin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.